Und damit herzlich willkommen zu Let's Play mit Evil Dynasty. Ja, wir haben ein kleines Wasserproblem in unserem Dorf. Da werde ich jetzt gleich mal Abhilfe schaffen und da gucke ich mal, dass ich auch von den Trinkschläuchen vielleicht mal ein bisschen wegkomme. Weil es sind zwar nett, aber ich glaube auf lange Sicht nicht gut genug. Oh Gott, da habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. Dann laufen wir doch mal lieber querfeld ein. Nur du? Ja, da bleibt es okay. Andererseits. So schnell finde ich keinen. Ja, ich muss mich um Wasser kümmern, ich weiß, aber... Wolf? Das ist so ein Totschlagargument. Wolf? Kann ich noch irgendwas herstellen vielleicht? Nee. Kann ich irgendwas wegwerfen, was ich wirklich nicht brauche? Vielleicht Brennholz. Aber andererseits. Nee, das bleibt alles so. Es bleibt alles so, wie es ist. Hat's richtiges Genick. Wahrscheinlich noch mitgebrochen zusätzlich. Das Gemeine ist, ich kann rein theoretisch sogar noch die Pfeile vergiften, wenn ich eine Kräuterhütte baue. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt notwendig ist. So, ein Wiesent und ein Bär. Im Frühjahr habe ich wahrscheinlich bessere Chancen auf einen Bär. Muss ich erstmal gucken, dass wir das mit Wasser hinkriegen. Oh toll. Wenn ihr mir nicht zutut, tue ich euch jetzt auch nichts. Normalerweise würde ich euch jetzt jagen, aber... Brauche ich ja gerade nicht. Ja, es wird noch was auf mich zukommen, wenn ich die nächstes Jahr die Errungenschaft machen möchte. Vor allem, wir sind erst Jahr 2. Erstmal muss ich dann gucken, dass wir das Wasser auffüllen. Und dann brauche ich eigentlich noch jemanden, der Eimer herstellt. Ah ja, Bronzsatz habe ich schon. Ich glaube, passieren dürfte jetzt nichts mehr. Ich sollte jetzt eigentlich soweit sicher sein. Felder sehen auf jeden Fall bestreut aus, das ist gut. Im Frühjahr brauche ich Zwiebeln und Rotbeete. Ich kann auch gerade keinen Eimer machen, ist auch blöde. Aber erstmal packe ich das ganze Fleisch da hinten rein. Habe ich ja nichts weiter, oder? Nö, Salz könnte ich noch einpacken.
Dünger sollte erstmal eine Zeit lang halten. So, mal schauen. Die Bronzeaxt packe ich da bestimmt nicht rein. Das Brennholz kann hier bleiben. Brennholz habe ich aktuell ein schönes Plus, das ist okay. Federn wiegen was, auch wenn nicht viel. Der Fischbär kommt hier rein, die Heiltränke bleiben mein. Brauche ich die Holzschaufel aktuell? Keine Ahnung. Steinmesser sehen noch gut aus. Steinspitzhacke passt, Steinaxt passt auch. Wir haben keine Schaufeln. Holzschaufel. Ich habe sie doch vorhin gesehen. Egal, dann nehme ich erstmal die. Hier ist doch überall. Muss das woanders rein? Vielleicht muss es woanders rein. Holzschaufel. Vielleicht muss ich das einfach hier reinpacken. Die haben auch die ganzen Bären gegessen. Wahrscheinlich hätten sie deshalb Wasser. Ah ja, tatsächlich. Das war das Hauptproblem. Ich dachte einfach, die haben das Wasser leer gemacht gehabt. So. Bronzeaxt bleibt mein. Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen... Verputzen wir mal was hier. Da werde ich noch viel brauchen. Ich hau mir mal Fleisch. Nur noch gutes Fleisch da anscheinend. Okay, Kohl und Fleisch. Mache ich ein paar Süpfen. Weil es ist eh schon recht spät, oder? Ja, 18.50 Uhr. Ich muss ja nur dran denken, dass ich mich ausziehe vollkommen, wenn das Feuer da ist. Die macht schön weiter Dünger. Da muss ich noch immer neuen Dung nachkaufen. So, hier kann das Weizenbier auf jeden Fall rein. Die Stiefel packe ich da mal rein, die Hose, das Hemd. Dann hoffe ich mal, dass ich dann das kann mal weg. Bin ich jetzt nackt? Ja. Halt. Ich hätte gerne noch die Schalen. Dann machen wir doch erstmal noch ein bisschen was, solange der Tag noch läuft. Kohl wird nicht alle gehen, aber das Fleisch. Man kann nicht einfach mal ein paar Kohlsuppen einlagern. Da wird ja nichts weiter passieren. Oh ne, es mangelt an Holzschalen anscheinend. Aber das macht ja nichts. Oh, ich habe heute ein Vorstellungsgespräch nochmal über Videokonferenz. Da habe ich keine Lust zu. Ich hasse Vorstellungsgespräche. Ich hasse sie so sehr.
Und obwohl ich frei habe, jetzt diese Woche, habe ich das Gefühl, dass ich immer irgendwas zu tun habe. Wenn ich nicht gerade aufnehme, dann mache ich halt irgendwas anderes. Da frage ich mich, wie es sein kann, dass es wirklich Leute gibt, die, sobald sie keinen Job mehr haben, wirklich nichts mehr zu tun haben. In der Stadt könnte ich es mir vorstellen, weil da war es tatsächlich, auch obwohl ich gearbeitet habe, hatte ich das abends ab und zu mal, dass ich dann wirklich nicht wusste, was ich tun sollte. Mittlerweile wäre ich froh, wenn ich öfter solche Abende hätte. Ja, aber so ist es halt, wenn man auf dem Land lebt und Grundstücke hat und das muss gemacht werden und das muss gemacht werden und da ist jetzt wieder eine Aufgabe dazugekommen. Und da fällt mir ein, ich habe unten was vergessen anzuschalten, das müsste ich später auch noch machen. Aber ja, so sieht's halt aus. Und dann müsste ich noch ein ganzes Haus ausmauern. Also unsere Scheune. Das wird auch ein Mammutprojekt. Aber jetzt hoffe ich erstmal drauf, dass ich eine neue Ausbildungsstelle kriege oder dass ich im Lotto gewinne. Beides wäre okay. Im Lotto gewinnen wäre mir tatsächlich fast lieber. Da muss ich mich nicht nochmal um eine Ausbildungsstelle kümmern. Beziehungsweise, dann wäre es auch egal, wenn sie mich ablehnen alle. Die Telekom hat mich übrigens abgelehnt, obwohl ich bei dem Test mehr als überdurchschnittlich anscheinend abgeschnitten habe. Ich glaube, die wollen keine schlauen Menschen haben. Weil ich nicht in ihr Team passen würde. Wahrscheinlich wollen sie lieber jemanden haben, der irgendwelche dämlichen Arbeiten erledigt und seine Klappe hält. Kann ich zwar auch machen, aber es geht nur bis zu einem gewissen Grad. Das wird eine Menge Geld, vielleicht gehe ich auch noch damit in die Stadt. Heute noch. Weißt du, sind sie noch nicht alle im Bett? Aber im Frühjahr, wenn ich nackt rumlaufe, könnte auch interessant werden. Weil da müsste es auch kalt sein. Da. Ich glaube, eine Fackel darf ich ja auch nicht tragen. Ich glaube, das ist ja auch verboten. Das heißt, ich muss mir sehr viele Heiltränke machen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, eine Fackel war auch verboten. Und das muss ich ein Jahr lang durchziehen. Das und jede Nacht ins Bett gehen. Was dann ja eigentlich zugute kommt. Habe ich jetzt noch Schalen? Oh, zwei Stück. Wahrscheinlich friere ich auch gleich. Aber wenn ich das Zeug ins Nahrungslager schmeiße, dann verlieren wir nur ganz, ganz wenig. Das Fleisch war tatsächlich leer. Die haben echt die Bären gegessen, damit sie... Okay, im Haus geht's mir gut. Wir gehen jetzt einfach mal ins Bett, denn das hier ist vorbei. Ah, gibt's was Besonderes? Nachricht vom Krieg. Im ganzen Land hat sich Nachricht verbreitet, dass zwischen unseren Nachbarreichen und dessen Feinden ein bewaffneter Konflikt ausgebrochen ist. Hoffen wir ja, dass wir da nicht hineingezogen werden. Das könnten die Preise einige Waren steigen lassen. Solange ich damit nichts zu tun habe, ist es mir egal. Arme Schweine. Überall keine Einschränkung. Ich glaube mal eher, das ist das. Eigentlich ist es mir egal. Eigentlich alles dreist. Klar, es ist scheiße für die. Es wird Preise steigen lassen. Und solange ich damit nichts zu tun habe, ist es mir egal. Ich nehme mal das hier. Ach ja.
muss ja auch Steuern zahlen. Schön, dass ich endlich mal im Dorf aufwache. Mit Alvin sprechen muss ich hier eh. Dann nehmen wir uns mal die Kohlsuppen. Ja, die Wasserschläuche werden bald kaputt gehen. Und dann hole ich mir mal Dung. Auf dem Heimweg. Viel Dung. Oh ja, Speisepilze. Und ich glaube, dann bauen wir mal ein Hühnerhaus. Okay. Ein paar Zweige. Also spawnen hier wirklich Sachen nach. So viel übrigens zum Thema keine Einschränkungen. Und dann, oh, doch Einschränkungen. Pech gehabt. Ja, da kann ich wenigstens ein bisschen was verkaufen wieder. Und die Baumstämme nehme ich natürlich auch dankend an. Ach ja. Steine, ja, da habe ich keinen Gewinn von. Aber erstmal mit Alvin reden. Also ich finde es super, wenn Sachen per Zufall immer mal wieder irgendwo erscheinen. Ich habe eigentlich gedacht, dass es mir zu kalt wird, aber anscheinend nicht. Erinnert mich irgendwie an die Folge Nackt im Schnee, Joche. Aus der Long Dark. Als ich nackt in der Hütte war. Für 3 Tage lang. Für die Errungenschaft. Aber auch geschafft. Ich mag nicht überladen zu sein, aber ich brauche das Geld. Es gibt auch eine Errungenschaft für 10.000 Münzen minus. Aber ich glaube, dann bist du auch Game Over. Ich glaube, ab 10.000 hast du verloren. Dann bist du zu überschuldet. Aber es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass du halt stirbst. Überschuldet zu sein, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Musst du schon sehr stark misswirtschaften. Außer du stellst natürlich die Steuern extrem hoch, weil du kannst sie, glaube ich, auch bis auf, also auf 1000% stellen. Da könnte es schon eher passieren. Hail, friend. My wares never disappoint. Hoffe ich doch. Verkauf dir mal die beiden Fackeln. Ja, vorbei ist ein bisschen kaputt. Guck mal, super Kohlsuppen. 1000 Münzen. Toller Met. Ach, der hat schon gar kein Geld mehr. Goodbye. Wo ist denn hier der Kastellan? Welcome. Kann ich dir etwas helfen? Natürlich möchte ich bezahlen. Passt. Was brauchst du? Fleisch und... Ich kann dir keine Bären liefern. Ach, so ein Scheiß.
Wird jetzt auch hier? Ach da! Ja, wird jetzt halt reichen. Hast du Bären? Oh, die hat Bären. Okay, ich kann dir doch was geben. Na Gott sei Dank. Hier, Med. Und ich hätte gern von dir eine Birnentat, wäre nicht schlecht mal. Gib mir eine Birnentat. Ich möchte feiern. Und ein Fladenbrot mit Zwiebeln, bitte. Drei Stück. Have a good day. Red mal jetzt mit Alvin. Und suche die Chipmunks. Ach, ist ja auch noch im Feld. Alvin. Du bist zurück, in Ordnung, das reicht jetzt. Mach dich bereit. Wofür? Gesalle hat große Pläne mit dir, aber du musst dir beweisen, dass du der mir auch wirklich wert bist. Hast du gesagt? Nun, vielleicht hat sie nicht genau diese Worte verwendet, aber sind gemischt jetzt schon. Was erwartet sie von mir? Dass ich anstehend liegen lasse, einen Jäger werde? Sie werde der beste Jäger im ganzen Land und darüber hinaus. Womöglich willst du das zwar nicht. Sicher, ich wünsche, ich könnte es. Ich habe die ja geliebt, aber es ist nicht so einfach. Sicher ist es das. Ist ein erwachsener Mann. Ist an der Zeit, dass du anfängst, so zu leben, wie du willst. Heißt das etwa, wenn ich jetzt einfach zu Gisella gehe, wird sie mich in die Ausbildung nehmen? Ich glaube, ihre Pläne gehen über eine gewöhnliche Ausbildung hinaus. Eine unglaubliche Reise liegt vor dir. Ich bin sicher, sie wird dich über die Grenzen dieses Tals hinausführen. Das haut mich fast um, es klingt so aufregend. Aber eins nach dem anderen. Du kannst nicht mit leeren Händen wieder bei ihr auftauchen. Du musst sie davon überzeugen, dass du es wert bist. Wie wäre es damit, ein Wiesen zu erledigen? Und wo soll ich jetzt ein Wiesen finden? Gisella war immer diejenige, die Tiere aufgespielt hat, wenn wir zusammen jagen gegangen sind. Keine Sorge, mein Freund, ich weiß genau, wo du welche finden kannst. Vielen Dank, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht mal mehr einen Bogen habe. Gut, dagegen kann ich was unternehmen. Ich besorge dir einen tollen Bogen, aber sprich mir etwas. Was? Dass du aufstehst, an dir selbst zu zweifeln? Ach gemacht, ich bin bald zurück. Ich habe einen Recurve-Bogen für dich. Da muss wahrscheinlich 100% tipptopp sein. Sonst ist er nicht okay. Aber erstmal. Muss wahrscheinlich wirklich ein perfekter Bogen sein. Dann hole ich dir irgendwann mal einen. So. Ich dachte gerade, lag gerade ein Sack, aber habe ich mich geirrt. Lalalala. Und schon bin ich überladen. Oh, schnell ein paar davon. Dann kann ich nämlich wieder laufen. Was sehr viel besser ist. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Kalkstein rausgekriegt, sondern bloß das. Nur die Steine. Mal schauen. Wie gab's doch immer das? Das ist doch irgendwas, oder?
Steine. Das sind Steine, glaube ich. Wenn ich jetzt einen Menschen erschieße, kann ich ihn auch schlachten? Kann ich in diesem Zustand mit jemandem flirten, wenn ich nichts anhab? Hier wäre vielleicht auch ein guter Punkt für ein Dorf. Da unten. Ich glaube, hier könnte man auch ein schönes Dorf errichten. Oh, da. Hallo. Sowas habe ich gesucht. Einfach nur irgendein Tier. Hier noch mehr zu finden. Drüben ist ein Wildschwein mit einmal. Ja, mit einmal finde ich hier hunderte Tiere. Bringt alles Erfahrung. Damit habe ich gerechnet. Nur 8-mal Fleisch. Also wenn ich dann denke, wie lange ich von einem Wildschwein essen könnte. Dann mal zurück. Und noch ein paar Stöckchen auflesen. Kann ich ihn auch? Nö. Die sind zu klein. Vielleicht kann ich gleich wieder. Naja, ich habe auch sehr viele Steine dabei. Noch ein, zwei Messer und ich bin wieder auf dem Damm. Wahrscheinlich reicht eins schon wieder. Aber nur, dass ich rennen kann. Man meint, ich verliere Zeit jetzt dadurch, dass ich die mache, aber im Grunde gewinne ich Zeit. Dadurch, dass ich wieder rennen kann. Gibt es hier auch Wölfe? Wo war das? Du hast mich da gerade angeknurrt. Hä? Ich hätte schwören können, ich habe einen Wolf gehört. Schau mal lieber ab. Also, ich kann die Quest dann gleich erledigen. Was gibt's eigentlich dafür? 60 Münzen und ja, okay, Reputation, aber die Münzen sind, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich brauche dann erstmal ein bisschen Kacke. Ja, ja, ist ja gut. Für Kühe brauche ich noch ein bisschen. Hello. Best goods in the valley. So. Was kann ich denn dir verkaufen? Ach komm, die brauche ich eh nicht, die ist eh im Eimer. Oh, ich habe doch ein paar Kalksteine. Fünf Kilo weniger. Ich kann sagen, dann bin ich garantiert gleich überladen. My wares never disappoint.
Have a good day. Ich gebe dir jetzt erstmal ihr Essen. Dann kriege ich wieder ein bisschen Gewicht. Vielleicht kann ich jetzt noch mal was verkaufen. Ja. Gut, kann ich dir bei etwas helfen? Ach, nächtliche Jagd auch noch. Ach, ich hasse nächtliche Jagd. Ivona, ich hab was für dich. Sogar noch gute Geld gemacht. So, was könnten ihr so? Der ist gut im Überleben. Du bist gut in Gewinnung. How can I help you? Erstmal, du kriegst ein Haus. Gewinnung, wo brauch ich? Auch gute Gewinnung. Ja, mal die Zweiergewinnung, aber. Das schadet bestimmt nicht. Ich bräuchte noch welche, die gut in Farmarbeit sind. Hier könnte ich auch tauschen, wenn ich noch immer die Gewinnung habe.